Schafft Gerechtigkeit denn Wissen? Lösen wir Probleme, indem wir diese Flaggen hissen? Internationale Arbeitsrechte, der Wind, der aus dem Süden weht. Den Blick nach vorn, Lösungen, echte, das brauchen wir, wenn es in die Zukunft geht. Wenn wir aufs große Ganze blicken, fahren wir gegen eine Wand. Kann uns nicht zufriedenstellen, dass wir sehr gut leben, hier im eigenen Land? Sollte uns das nicht genügen als Rechtfertigung für unser Tun? Ist es nicht so, dass wir uns in die Taschen lügen? Wir zahlen doch schon nach Kamerun, wir leisten doch Entwicklungshilfe. Dieses Rumgesülze, Verantwortung, Gerechtigkeit, ökologisch, wirtschaftlich und auch sozial. Es geht um Interessen, überall. Alle Menschen haben doch die gleichen Chancen, etwas Großes zu erreichen. Viele nutzen diese eben nicht. Grenzenlose Freiheit, das ist, was Marktwirtschaft verspricht. Wohlstand für alle, das Lied ist langsam ausgeklungen. Handel ohne Hemmungen ist eine zukunftsweisende Vision. Termingeschäfte, Derivate, Online-Wetten. Ein wirksames Gesetz zu Lieferketten braucht kein Mensch. Rekordgewinne, darum geht es, die sollten selbstverständlich sein. Gleiche Regeln überall akzeptieren wir nicht mal in der Theorie. Durch Trickle-Down-Effekte lösen sich Kinderarbeit, Umweltkrisen, Menschenrechtsverletzungen. Haftung für den Produktionsprozess und eine Strategie für fairen Wettbewerb, klare Regelungen, was bringt denn das? Geht's nicht vielmehr um eine Frage von Konsumverhalten und Gewissen? Ein Fall alleine für die Kirchkollekte. Das Reden von Gerechtigkeit war viel zu lange. Drehen wir die Dinge doch mal um. Das Reden von Gerechtigkeit war viel zu lange ein Fall alleine für die Kirchkollekte. Eine Frage von Konsumverhalten und Gewissen. Was bringt denn das? Geht's nicht vielmehr um klare Regelungen? Haftung für den Produktionsprozess und eine Strategie für fairen Wettbewerb? Kinderarbeit, Umweltkrisen, Menschenrechtsverletzungen lösen sich durch Trickle-Down-Effekte nicht mal in der Theorie. Akzeptieren wir gleiche Regeln überall? Die sollten selbstverständlich sein. Rekordgewinne, darum geht es, braucht kein Mensch. Ein wirksames Gesetz zu Lieferketten ist eine zukunftsweisende Vision. Termingeschäfte, Derivate, Online-Wetten, Handel ohne Hemmungen, das Lied ist langsam ausgeklungen. Wohlstand für alle, das ist, was Marktwirtschaft verspricht. Grenzenlose Freiheit eben nicht. Viele nutzen diese Chancen, etwas Großes zu erreichen. Alle Menschen haben doch die gleichen Interessen, überall. Es geht um Verantwortung, Gerechtigkeit, ökologisch, wirtschaftlich und auch sozial. Dieses Rumgesülze, wir leisten doch Entwicklungshilfe, wir zahlen doch schon nach Kamerun. Ist es nicht so, dass wir uns in die Taschen lügen? Als Rechtfertigung für unser Tun sollte uns das nicht genügen. Dass wir sehr gut leben hier im eigenen Land, kann uns nicht zufriedenstellen. Fahren wir gegen eine Wand, wenn wir aufs große Ganze blicken? Das brauchen wir, wenn es in die Zukunft geht. Den Blick nach vorn, Lösungen, echte, der Wind, der aus dem Süden weht, internationale Arbeitsrechte. Indem wir diese Flaggen hissen, lösen wir Probleme. Denn Wissen schafft Gerechtigkeit.